Moin und herzlich willkommen zu einem Farmvlog. Ich bin, wie ihr seht, schon wieder auf dem Grünland. Ich muss hier einfach nochmal rüber gucken, mir kribbelt es langsam unter den Nägeln, dass ich losgehen kann, aber es ist immer noch nicht trocken genug. Matscht immer noch ein bisschen, aber es ist auf jeden Fall viel besser abgetrocknet schon. Wie gesagt, mal gucken, vielleicht schaffe ich das diese Woche da noch beizukommen. Ich glaube, morgen soll das noch einmal regnen ein bisschen, wir können uns mal eben schnell nachgucken. Heute hat es nicht geregnet, da morgen ist Donnerstag. Ja, 2,5 mm soll es regnen und dann trocken. Bis Montag, das wäre ja auf jeden Fall schon mal schön. Dann sollte das auf jeden Fall gehen mit Gülle fahren. Und dann geht es natürlich auch Schlag auf Schlag. Nachsehen muss ich, kalken muss ich unbedingt. Bodenproben muss ich jetzt auch noch bald ziehen, wenn es einigermaßen abgetrocknet ist. Und nachsehen. Und Miststreuen für die Kartoffeln auf jeden Fall. Also Kartoffeln gibt es auf jeden Fall. Ich denke mal, das zeige ich in diesem Vlog noch, wo die hinkommen. Ist auch gar nicht so weit weg. Also da, hier und da sind 2 Stücke von uns und dann kommen die da so ungefähr hin. Aber ich gehe da nochmal, ich denke mal morgen oder so, wenn es heller ist, nochmal eben bei und zeige euch das. Das sollen irgendwie um die 500 bis 600 Quadratmeter erstmal werden, also nicht das meiste. 6 Reihen wollte ich da jetzt erstmal hinmachen. Genau. Vorgestern war das. Da saß hier eine Henne schön im Nest. Ich dachte, die wollte anfangen zu klucken, weil die da den ganzen Tag nicht runterkam. Aber ist leider doch wieder aufgestanden. Die kann ich nochmal eben schnell zumachen. Ich mach mal einmal Licht. Und hier muss ich hier nochmal eine Stange reinsetzen. Hier sitzen die immer, und die Seidenhühner sitzen auf der anderen Seite. Ich muss mal den Bildschirm anmachen. Hier sitzen die immer leider in den Nester. Ich muss hier unten vielleicht nochmal eben eine Stange reinmachen. Die sitzen ja nicht so gerne so hoch anscheinend. Oder die trauen sich nicht bei denen mitzusetzen. Eins von beiden. Jedenfalls eins von den braunen Hühnern saß den ganzen Tag im Nest hier. Hätte schön sein können, dass sie anfangen zu brüten. Oder wäre schön gewesen, wenn die anfangen hätte zu brüten. So. Aber sollte nicht sein. Vielleicht wird es ja nochmal. Aber eigentlich brüten die Seidenhühner ja auch ganz gut, habe ich mal gehört. Also, dass die besser sitzen. Dann wollte ich da eigentlich ein paar Eier unterlegen. Aber naja, so. Blaubeeren fangen auch schon überall an, Knospen zu kriegen. Die werden alle grün. Ich glaube, einer hat sogar schon kleine Blüten irgendwo. Ja, die hier. Ah, doch nicht. Das sind nur Knospen. Also, fängt alles an. Und ich gehe jetzt nochmal eben schön in der Halle und schleife ein bisschen den Anhänger ab. Christoph ist krank, der liegt flach im Bett oder auf dem Sofa sitzt er, glaube ich, den ganzen Tag. Der hat Erkältung, Entwarnung, kein Corona. Ja, deswegen darf ich natürlich jetzt schön alleine den Anhänger schleifen. Aber nützt ja nichts. Kurier du dich schön aus, Christoph. Und dann geht's wieder richtig los. Mann, das wäre schon mal erstmal. Ich schwitze wie so ein Bär. Aber oben drauf alles fertig, an der Seite alles fertig, in den U-Profilen innen drin alles fertig. Jetzt will ich den nur noch einmal ganz auf den Kopf stellen, dass ich quasi von der Seite unten das machen kann. Ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit über Kopf rumhängen, dann kann ich das eben lieber einmal drehen. Außer in den U-Stehlen hier, die sind irgendwie einen Tick kleiner. Da komme ich mit meiner Drahtbürste nicht rein, da muss ich noch eine kleinere besorgen. Und ich muss nochmal gucken, wie ich das... Oh, man sieht das so scheiße im Licht hier. Wie ich das hier zwischen denen mache, da komme ich nämlich nicht rein, weil die Flex zu dick ist. Ob das nur mit der Drahtbürste einmal reicht oder ja, mal gucken, ob ich da irgendwas noch anderes finde. Genau, und so, jetzt hole ich erstmal Licht hier. Die Dinger wollte ich auch noch eben abhaben, hier von den Blattfedern, die Halterung. Oh, schon wieder zu hell. Moment. So. Die sind ja locker wie sonst was. Ich habe die vor ein paar Tagen schon mal eingesprüht, dass sie ein bisschen locker werden. Jetzt sprühe ich die nochmal eben rein. Vielleicht
kann ich die dann loskriegen und dann wollte ich die einmal richtig sauber machen und dann kommen da auf jeden Fall neue Stoppmodern runter. Dass das alles wieder schier ist und sitzt, genau. Muss mal gucken, wie die ganzen Schmiernippel und so noch sind, sonst kommen die auch natürlich einmal neu, das kostet nichts. Bolzen am Drehkranz und so kommen auch alle neu, dass das einmal wieder richtig ist. Ich kriege nur vielleicht ein bisschen Zeitdruck oder vielleicht nicht nur ein bisschen, das wird wahrscheinlich gar nichts. Eigentlich wollte ich den Anhänger ja ganz gerne fertig haben, damit ich da den Kalk mitholen kann. Ich wollte den jetzt nicht mit meinem... Moment, ist aus. Ich wollte ihn jetzt nicht mit meinem normalen Plattwagen holen oder hier mit dem Dreiseitenkipper, der da draußen steht. Eigentlich wollte ich so einen Kornschieber da an der Seite haben, das hat der ja. Damit ich das in eine Schnecke laufen kann und dann gleich in Düngerstreuer. Ja, mal gucken, das wird wahrscheinlich nichts. In einer Woche wird man vielleicht fertig kriegen, wenn man genug Zeit hat, aber da ist wieder das Thema Zeit. Da habe ich nämlich nicht genug von. Mal gucken, ob ich noch einen Wagen ausleihe oder so. Oder sonst muss ich das irgendwie so von der Hand irgendwie runterschaufeln, dass ich das doch mit dem Plattwagen hole. Aber das werdet ihr noch alles sehen. Ja, und ich will jetzt noch mal eben schnell Bodenproben ziehen. Ist jetzt noch spät am Abend, aber es geht, denke ich, noch mal eben, bis es dunkel ist. Ich habe meinen selbstgebauten Stock hier eben. Ja, Eimer und was zum Auskratzen eben dabei. Und ich gehe jetzt folgendermaßen vor. Ich weiß nicht, ob das ganz genau richtig ist. Da gehe ich jetzt keine Gewährleistung für ab. Aber ich meine, pro Hektar soll man, waren das 20 oder 40 Einstiche machen? Ich glaube, 20 Einstiche waren es. Ich mache auf jeden Fall 20 jetzt eben. Kann sein, dass es bei Lufa noch ein bisschen anders gemacht wird. Und ich gehe jetzt, also quasi ja, wie das Haus vom Nikolaus, nur ohne Dach, einmal hier rum. So, und dann einmal im X noch. Und dabei die Vorgewände, also ich sag mal so ein Stück ungefähr, lasse ich ein bisschen aus. Weil das könnte dann ein bisschen Abweichung geben, wenn man da irgendwie den Düngerstreuer oder zum Beispiel jetzt beim Kalk früher angemacht hat, dass er doppelt so viel hingekommen ist oder gar nichts hingekommen ist, das könnte das Ergebnis natürlich verfälschen, deswegen eher so den Feldmittelpunkt mit betrachten. Und wenn man dann auf Nährstoffe prüft, soll man natürlich auch Misthaufen auslassen, wenn da welche lagen, also da ist dann natürlich ein bisschen mehr N drin und so im Boden. Genau, so werde ich es erstmal machen. Ich denke mal, jetzt wird es relativ gut gehen, weil der Boden auch feucht ist, dann kann ich gut einstechen. Aber ich denke mal, ich mache gleich die Drohne eben an und dann werdet ihr sehen, wie das geht. So, dann mal eben Drohne bereit machen. Ich hoffe, GoFly. Normalerweise sollte die hier wieder herkommen, wenn die Batterie leer ist, weil ich die jetzt nicht die ganze Zeit mitschleppen will. Hoffen wir mal, dass es so klappt. So, abheben bitte. Ja. Und ab geht die Luzi. Ah, der Akku von der Drohne ist anscheinend leer, die geht ja gerade so runter, das könnt ihr wahrscheinlich sehen. Aber es ist ja schon mal schön, dass es klappt, dass man da ja, die Fernbedienung einfach hinlegen kann und die geht ja, zu ihrem Startpunkt zurück. Das ist auf jeden Fall ganz praktisch. So, ich habe jetzt 13 Einstiche. Ich muss jetzt so noch einmal gehen und so quer und dann habe ich alle fertig. Also ob das jetzt ein Einstich oder zwei mehr oder weniger sind, das spielt jetzt nicht so die Rolle. Ein paar mehr Einstiche, dann hat man wahrscheinlich noch einen besseren Durchschnitt. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt 13 Einstiche und ja, 20 mache ich jetzt ungefähr mal eben. Ja, dann kann ich ja mal eben schnell zeigen, wie ich das mache. Also ich habe jetzt schon ein Loch gesteckt, dann kann ich das leichter mit der Hand machen. Also einfach einstecken, dann drehe ich das einmal in eine Runde, dass es gut abgeschnitten ist, ziehe wieder raus. Und dann habe ich hier den ganzen Bohrfilm drin. Also hier an der Stelle sieht man, das ist echt schierer Sand einfach nur. Natürlich ein bisschen nass. Hier im Loch, ihr seht das nicht, aber da steht echt Wasser drin jetzt, obwohl das hier eigentlich einigermaßen trocken ist. Hier könnte ich auch so mit dem Trecker über hinfahren. Aber naja, ich muss mal da hinten gucken, wie das da ist. Da war es irgendwie ein bisschen steiniger, irgendwie so fast schon kiesartig. Sonst muss ich da mal mit der Hand oder mit dem Bagger ein bisschen graben, was da so rauskommt. Vielleicht liegt das auch daran, weil da so eine schlecht durchlässige Schicht mit drin ist. Naja, dann hole ich hier meinen Schraubenzieher raus, kratze das eben in den Eimer rein und das war es im Grunde dann schon. So, next step. Jetzt haben wir unsere Bodenproben hier gezogen. Jetzt wird das einmal alles schön kräftig durchgemischt, dass das schön homogen ist. Nicht, dass man halt irgendwie nur ein paar Einstiche da hat, die man dann vergleicht oder woraus das Ergebnis dann kommt, sondern es soll ja ein Durchschnitt durch den ganzen Schlag sein. Genau, das mische ich gleich eben schnell durch und dann zeige ich euch, wie es weitergeht.
So, ich habe jetzt so einen ganz einfachen Schnelltest. Da kommt jetzt ein Zentimeter Erde rein, dann so ein bisschen Wasser. Das ist alles genau aufgeschrieben in der Anleitung. Und dann so eine Tablette. Und jetzt wird das einmal schön geschüttelt, damit sich das alles auflöst. Das mache ich jetzt mal eben. Und ja, dann verfärbt sich das Ganze natürlich gleich. Und dann kann man ablesen, wie viel pH-Wert da ungefähr drin ist. Ist natürlich nur so eine Schätzung. Kleine Lufa. Bodenprobe ist natürlich besser, muss ich auf jeden Fall auch noch machen. Da sind dann die ganzen Nährstoffe auch noch drin. Das werde ich auf jeden Fall, denke ich, nächstes Jahr nochmal eben machen. So, ich mache das eben fertig und wie gesagt, melde ich mich dann nochmal. So, das Röhrchen muss man jetzt ein bisschen setzen lassen. Ich hoffe, man sieht es noch ein bisschen. Na, schlecht. Also, eigentlich muss man das noch länger setzen lassen, es wird leider schon dunkel. Und wahrscheinlich sitze ich hier die ganze Nacht noch, weil die Katze mich nicht runterlässt. Aufstehen lässt, besser gesagt. Jedenfalls, das vergleicht man jetzt. Da ist ja ungefähr was abgesetzt mit der Verpackung hier. Welche Farbe darauf zu sehen ist, so kann man es einigermaßen sehen. Und das ist jetzt ziemlich im grünlich hier meins. Also ich lasse es auf jeden Fall noch länger stehen, dann gucke ich nochmal nach. Aber grünlich bedeutet jetzt in diesem Fall pH-Wert um die 5 rum, also relativ sauer. Habe ich nämlich auch schon gedacht. Ja, wir wollen ja eigentlich so 6,5 wäre ganz gut, wenn wir da irgendwie hinkommen. Also auf jeden Fall ordentlich kalken und dann jedes Jahr auch Erhaltungskalkung machen. Genau. Ich werde mir nochmal ausrechnen, wie viel Kalk ich hier dann pro Hektar brauche. Und die andere Fläche beprobe ich morgen auch nochmal eben. Und dann, ja, muss ich auf jeden Fall Kalk drauf. Oh, ich kriege die Krise. Die GoPro hat die Tonaufnahmen schon wieder nicht hingekriegt. 2 Streitstück. Jetzt spreche ich wieder alles nach. So, jedenfalls, das ist ein Stück von uns. Und da sollen dieses Jahr 6 Reihen Kartoffeln hin. Das sind dann ungefähr, ja, 500 bis 600 Quadratmeter. Und da will ich jetzt nochmal eben Mist hinbringen. Pferdemist habe ich jetzt geholt vom Nachbarn. Der ist noch ja, relativ frisch, der ist noch nicht gut abgelagert. Aber für den Acker ist das ja eigentlich relativ egal, das wird ja eh eingepflügt. Und genau, das will ich dann mal eben schnell hinbringen. Der Wagen ist leer, ist jetzt zweite Tour. Klappt auch wirklich wunderbar, man kann gut fahren. Streuer verteilt wirklich schön. Und ja, 2 Wagen brauche ich leider nur, dann sind das hier ungefähr 5,5-6 Meter, das was ich brauche. Und ich denke mal, dass ich das dann schon gleich eben eingrubber. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass der Flug hier das Gras mit runter kriegt, aber das ist ja eigentlich nur ja, ganz links so ein bisschen was. Kratzboden lasse ich gerade noch mal eben nach hinten laufen, dann kann es losgehen. Ja, dann bin ich hier leider schon fertig. Meinetwegen könnte ich auch den Halbacker hier vollfahren. Das ist Schock gerade. Naja, mal gucken, wenn das gut klappt. Nächstes Jahr vielleicht ein paar mehr Kartoffeln werden wir noch rauskriegen. Ja, auf Grünland lasse ich dann die Drohne, denke ich mal, eben starten. Ich habe jetzt keinen zum Filmen hier. Und hier muss ich auch mal ein bisschen aufpassen. Deswegen gibt es von denen, vom Mischstreuen hier auf dem Acker, leider keine Außenaufnahmen. Aber im Grunde ist das ja auch nicht anders als auf Grünland gleich. Genau. Ich fahre jetzt mal eben eine Bahn und dann zeige ich den Mist nochmal eben und wieder streut. So, Mist ist gleich hinten am Streuwerk angekommen. Ich mache jetzt 1500 Umdrehungen. Und dann 2. Ackergang. So, Agriomatik rein und ab geht's. Das hat letzte Tour wirklich gut gepasst. Dann ist das genau einmal hoch und runter. Dann ist der Wagen leer. Vorschub habe ich ja ein bisschen schneller als auf Mitte. Kommt das gut hin. Streuer habe ich nicht zu voll geladen. Wie gesagt, ich fahre lieber einmal öfter mit dem Streuer, anstatt dass ich hier irgendwas noch kaputt breche. Das muss auch nicht sein. Also der Mist, den ich jetzt hier gerade auf dem Acker streue, der ist noch gar nicht so alt, der ist noch nicht richtig abgelagert. Aber man sieht, das sind eigentlich nur Äpfel und das wird mit Sägespänen eingestreut. Also für den Acker eigentlich optimal. Könnte man vielleicht auch aufs Grünland bringen, aber da will ich eigentlich eher welchen haben, der gut durchgegärt ist. Und schon eher zur Erde geworden ist. Aber wie man sieht, Streubild optimal, würde ich sagen, lässt sich Kopf verteilen, weil da kein Stroh drin ist. Ja, was ist das für eine Schicht? 0,5 Zentimeter oder sowas vielleicht.
Ich denke mal, dass ich das noch gut eingrubbern kann. Mal gucken, wie sich die Stängel im Grubber machen. Ich habe hier nur so einen kleinen Grubber. Muss ich mal schauen. Aber das werden wir noch alles gewahr, genau. Und dann ist das hier schon mal eben fertig. Muss ich eben abpetten, wie viele Meter das sind. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, knapp 6,5 Meter, ein bisschen mehr als ich brauche, aber macht ja nichts. Gut, dann geht's mal weiter. Und nochmal eben eine kleine Reparatur mal eben auf die Schnelle. Irgendwie ist der Kratzboden, der verdreht sich andauernd. Man sieht das vielleicht hier, die Kettenglieder, da steht er jetzt so ein bisschen. Das sollte eigentlich gerade in einer Flocht mit der Schiene stehen. Hier, die drei Stück muss ich noch richten. Ich weiß nicht, ob das Metall schon zu weich ist oder was. Das ist die einzige Schwachstelle eigentlich an dem Wagen. Ja, deswegen will ich den eigentlich auch umtauschen. Ich meine, so vom Streubild und so ist der natürlich top. Das ist keine Frage. Gut, geht ein bisschen wenig rauf und so. Wenn ich dann einen anderen hole, dann wahrscheinlich auch einen größeren auf jeden Fall. Und dann will ich eigentlich, wenn man das findet, einen mit stehenden Walzen. Also wo die Walzen dann so stehen, irgendwie 3-4 Stück in einer Reihe. Dann verteilt er natürlich auch noch weiter und nicht nur in seiner Spur. Naja, ich richte das nochmal eben. Das geht eigentlich ganz gut. Ich habe das jetzt hier im Schraubstock. Dann gehe ich hier eben mit dem Schlüssel rein, mit dem Schraubenzieher. So, und dann drehe ich das einmal hoch, in der Hoffnung, dass es nicht abknackt. Eine ist mir nämlich eben schon weggebrochen. Die habe ich eben wieder angeschweißt. So, mit einer Hand geht es jetzt schlecht, aber dann biege ich das eben einmal wieder hoch. Und dann gucke ich, ob es irgendwo angerissen ist. Dann setze ich da noch eine Naht drüber und dann ist wieder gut. So, und zwar das Problem ist ja, wie gesagt, dass die Teile sich immer so ein bisschen verdrehen. Die verdrehen sich immer an der Stelle, wo das am dünnsten ist. Ja, logischerweise das Material. Ich habe jetzt versucht, also hier habe ich alles einmal ein bisschen eingekehrt, links und rechts, und dann eine Schweißnaht reingesetzt. Und dann habe ich versucht, noch hier einen Steg mit drauf zu schweißen und nach dahin auch noch ein bisschen abzufangen, dass es insgesamt ein bisschen stabiler wird. Mal gucken, entweder klappt das oder ich darf den nächsten Anhänger per Hand abladen. Wenn wir gewahr. So, Mischstreuen ist fertig. Ich habe jetzt, ja, wie viel ist das? Ein Viertel ungefähr gestreut. Der Rest war leider noch zu nass. Da wäre ich sonst gleich mit dem Anhänger durchgedrückt, aber so ging das wirklich gut, lief gut über. Und ja, dann ist die kleine Fläche zumindest fertig. Und hier ist auch ein bisschen Mist drauf. Muss ich mal gucken. Ich glaube, mehr Mist kommt auch nicht rauf, weil mir das Gras sonst zu lang wird. Dann fällt es nicht mehr so schön in die Stoppeln rein. Hier kommt jetzt noch einmal Gülle über hin und dann wird das noch nachgesät. Und muss ich mal gucken, wie das dann aussieht. Und ganz vielleicht striegel ich das dann nochmal ein. Ich habe natürlich herrliche Gartenschuhe an. genau. Und dann soll das wohl so gehen. So, ich glaube, ich habe mir gestern beim Schweiß noch einen reellen Sonnenbrand geholt. Jedenfalls, ich bin volle Pulle rot und das kribbelt wie sonst was. Ich glaube, davon kommt das. Naja. So, das soll es dann gewesen sein für diesen Vlog. Schaltet nächste Woche gerne wieder ein und ja, Instagram einmal nachgucken. Kuxland_agrarvideos und dann, ja. Hoffentlich bis nächste Woche. Seht zu!